Moin moin und hallo, hier ist der Yano Karozuno mit Let's Play Spelunky. Heute versuchen wir es durch die Eishöhle zu schaffen, also mindestens bis zu ihr zu kommen, damit wir dem Tunnelmann endlich mal hier wieder eine Bombe geben können, damit er Fortschritt machen kann für Abkürzung. Und sonst, ja, wird das jetzt vielleicht ein kleiner hektischer Part, weil ich den jetzt so ganz knapp nur aufnehme, weil in 10 bis 15 Minuten kommt Chuck bei mir zu Besuch vorbei, weil wir dann wohin gehen wollen. Und da dachte ich gerade, nehme ich die Zeit, um einen Part aufzunehmen. Und Spelunky geht immer schön schnell, da muss ich nicht irgendwie erst große Vorbereitung vorher machen, wie mit anderen Sachen. Und hier ist ein Frosch, Leute. Cool. Und da war dein Lichtschalter betätigt. Das heißt, danke an meine Familie, dass solche Arschlöcher gerade waren, die den Lichtschalter betätigt haben. Aber egal. Da muss ich mal kurz ein bisschen laut sein, das werde ich vielleicht jetzt kurz... So. Und cool, wie ich gleich in den Höhlenmensch reingesprungen bin, das ist jetzt richtig geil gelaufen. Ich habe überhaupt keine Konzentration gerade, ich habe bis jetzt nur den ganzen Tag Call of Duty gespielt und deswegen habe ich gerade überhaupt wie soll ich das sagen... Ich bin gerade nicht wirklich vorbereitet, sowas jetzt zu spielen, sowas Anspruchsvolles, nicht sowas wie Call of Duty, das ist nicht anspruchsvoll. So, zack, zack, drüpp. Ja, die Frösche sind irgendwie komische Gegner, finde ich, weil die haben dieses vorgegebene Bewegungspattern. Der hat eine Bombe von mir ausgelöst, die sind... Okay. Die sind gefährlich, die Affen irgendwie, also... Ich weiß ja nicht, wie ihr das denkt, aber... Ich finde, die haben schon einen kleinen Gefahrengrad, wenn sie Bomben von uns auslösen können. Wäre echt zu blöd, den Affen zu treffen. Nope, nope, geh weg. Oh, mein Geld. Ich brauche das doch später noch. Und das Kommentar ist mal wieder vom Feinsten und zwar überhaupt nicht. Und ja, hallo, II morgen, II, keine Ahnung, wer es ist. Ist irgendein Typ, den ich nicht kenne. Ich habe einige Leute, die ich überhaupt nicht kenne auf der Freundesliste. Ist voll komisch. Aber wenn mich irgendjemand bei Xbox edit, nehme ich nochmal an. Weil, warum nicht? Solange sie mir nichts tun oder mich nicht nerven, ist alles okay. Und das ist eine Riesenkröte. Ob die auch wie die Riesenspinne was droppt, wenn man sie tötet? Ja, oder? Hat sie? Riesenfrosch, diese extra große Amphibie transportiert ihre Kinder im Maul. Okay. Wir haben nur Geld bekommen, oder? Haben wir? Ja. Okay, schade. Jetzt habe ich irgendwie auf was Tolles gehofft, aber nein. Warum sind so viele Höhlenmenschen? Hängt da ein Fisch. Lol. Okay, der ist dumm. Ah, Höhlenmenschen halt. Die haben nicht so einen hohen IQ. Das mache ich anders, Ich muss gerade sehr viel in meinem Kopf denken, deswegen rede ich nicht sehr viel gerade. Genau, weil sobald sie einen sehen, rennen sie. Hey Hund, kommst mit? Dieser Fisch interessiert mich an der Hand, ob man den, wenn man den runtersprengt, ob der dann gedroppt wird und man den aufheben kann. Affe! Das war knapp. Das war sehr knapp. Wäre ich fast in den Tod gefallen. So, wir merken uns, auf die da kann man nicht raufspringen. Was zur Hölle? Nein, oh, ich bin behindert, man kann doch nicht auf sie raufspringen. Was mache ich denn? So ein Scheiß. So, gleich nochmal hier. Komm her, du. Runter da, gibt Kohle. Da ist eine Frau drüben. Versuchen wir uns mal zu holen, das kleine Fisch. Ich will sie nicht hochjagen. Das heißt, wir legen die Bombe hier. Bitte stirb nicht, Frau. Hey, perfekt. Klappt ja heute mal das, was ich plane. Nope. Wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Ich will es gar nicht testen. Warum hängt da ein Frosch? Da ist ein roter Frosch. Was kommt denn hier alles heute für neue Sachen? Ich bin überfordert. Das Spiel ist ja noch schlimmer als irgendetwas, was hier jeden Tag in die Heroes haut. Wir haben Fallschirm gefunden. Das ist was Schönes. Also das kann man gebrauchen. Okay, ich konnte auf den Frosch mal raufspringen. Das wollte ich zwar nicht probieren, aber es war da in dem Moment. Achso, ich habe die Frau runtergeschmissen. Ich wäre runtergefallen und irgendwie wäre da ist ein Bombenfrosch, das habe ich ganz vergessen. Mann! Mein Commentary ist das Feinste überhaupt. Also ich kriege überhaupt nichts hin. Nicht nur... Nur Scheiße labern. Aber hey, das seid ihr von mir gewohnt. Also bei mir kommt da nie wirklich was zustande. Ich würde gerne wieder so gut kommentieren können wie vor Ende letzten Jahres der Pause. Das war ein tolles Commentary, meiner Meinung nach. Also so wollte ich schon immer kommentieren, dass ich immer schön fließend rede und was im Petto hab zum Labern. Aber das sieht nach richtig
nach einer typischen Falle sieht das da aus, so Indiana Jones mäßig schon wieder, dass wieder so ein riesiger Fels bestimmt runtergerollt kommt und der Fallschirm hat sich von alleine. Sand. Bienen! 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 Meins. Da sind Bienen. Bienen. Ich hab keine Ahnung, wie ich auf Bienen reagieren soll. Fick dich, Frosch. Fick du dich da hinten. Da hinten sind Bienen. WTF! Die sehen über Agro aus. Ich hab den Frosch aufgehoben. LOL! Was finde ich denn heute alles heraus, Mann? Also den Bienen gehen wir richtig auf. Oh, fuck, Biene. Biene! Biene! Fisch! 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 Bin tot. Ich bin so tot. Also erstmal hier Piranha. In der Gruppe können diese Fische eine Kuh in nur 2 Minuten auf den Knochen abnagen. Das ist cool. Da oben die Fische können nicht ins Wasser. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Dann mache ich mir den hier. Bin tot. Ich bin so tot. Ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich habe noch Chance und Hoffnung. Ich bin tot. Mano, Killerbiene. Eine Biene mit einem Stachel. So groß wie eine Harpune. Sie verteidigt ihren Minenstock mit allen Mitteln. Bullshit. Scheiß Bienen. Und der Part geht 7 Minuten. Nicht mal ganz, also. Ich glaube ja immer noch vorher ein bisschen Müll, bevor ich den Part überhaupt richtig aufnehme. Bumeringe, kostenlose, yay, das wollte ich haben. Damit kann ich nämlich was anfangen. So, Typen verprügeln und Gratiswaffen sind immer toll. Das ist so, als ob das Spiel sagt, hey, du bist so schlecht, wir geben dir Gratiswaffen, weil wir wissen, du schaffst es sonst nicht. Das motiviert mich, wenn das Spiel das macht. Denke ich mal. Motiviert mich das? Geh weg. Ha, Bumerang FTB. Geld und Bäumchen. Hier kommt runter. Fuck, das ist eine Falle. Ich vergesse jedes Mal, dass ich diese Dinge Stacheln habe. So, bei diesem Spiel ist so eine komische Sache. Ich konzentriere mich nur darauf, sicher rumzulaufen und dabei übersehe ich, während ich versuche, sicher rumzulaufen, die leichtesten Waffen, Fallen. Das, was mir Schaden machen kann, übersehe ich hier immer. Nope. Nope. Ja, fein. Hätte ich gern wieder, aber. Wir machen mal hier nochmal. Ne, warte mal, wir nehmen hier eine Abkürzung. Ich hab Angst, dass die Bomben mich treffen. Keine Ahnung warum. Obwohl die eigentlich, ja, 3x3 müssen sie eigentlich explodieren. Wenn ich richtig zugeschaut habe jedes Mal. Wo ist denn der Ausgang? Da drüben ist der Ausgang, okay. So, dann müssen wir jetzt so ganz viele Bomben verschwenden und da ist ein Mini-Frosch in das Ding reingegangen. Warum machen die das andauernd? Nein, mein Bumerang. Kann ich da reingehen, ohne zu sterben? Okay, sie tun schon mal nichts. Das wissen wir jetzt. Das Spiel wird immer rätselhaft. Also jedes Mal, wenn wir spielen, finden wir sofort neue Sachen, die wieder gleich irgendwie das Spiel komisch darstellen und keine Ahnung, was abgeht. Aber es ist ein geiles Spiel. Also Spelunky, ich höre, wie das Wasser fließt. Cool. Ja, cool. Ach, das plätschert aber da im Wasserfall im Hintergrund ist. Das bemerke ich ja jetzt erst. Ist wieder Zombie-Time. So. Müssen wir jetzt vorsichtig agieren hier. Totenschädel-Dinge wieder. Das lassen wir einfach mal liegen. Kussraum. Dup, 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 dup. Wir holen uns mal ein paar Leben. Hallöchen. 10.000 her damit. So, und die Typen machen es natürlich nicht zu Feinden. Das habe ich ja schon mal erklärt. Das ist einfach zu lebensmüde jedes Mal. Sich so einen Typen als Feinde zu machen. Und ich wette, das ist wieder eine Falle. Wartet. Ich scheiß auf den Schatz. Es wird so eine Falle sein, das weiß ich jetzt schon. Aber wir finden erstmal den Altar, würde ich sagen. Bevor wir das machen. Weil wenn wir den Altar wissen, dann ist alles okay. Und jemand hat wieder einen Lichtschalter betätigt. Geil. Mann, ich darf das so bearbeiten. Hey, der Ausgang. Naja, wir ignorieren einfach, was dort war. Das wollen wir gar nicht wissen. Hauptsache, wir schaffen es in die Eishöhle. Das ist das Wichtigste. Wir übernehmen Bombenmann, nicht Tunnelmann. Bitte, Tunnelmann. Wollen wir 2 Bomben geben? Weil ich habe mich ja schön verlesen gehabt beim letzten Mal. Habe ich gesagt, er will nur eine Bombe. Nein, er wäre 2. Und das heißt, ich darf mich jetzt nicht so blöd anstellen und alle 10 Sekunden Bombe verschwenden. Deswegen muss ich hier ein bisschen Ressourcen sparender spielen. So. Was gibt's hier unten? 3 Milliarden Todesfallen. Dann lassen wir uns ein Seil natürlich runterhängen, weil für sowas. Zack. Zack. Nein. Ja. Nicht sterben. Nicht sterben. Scheiß Fledermaus. Ich hab einen Bumerang. Stopp mal bitte. Ich hab eine Frau. Frau oder Bumerang? Ist die Frage, wo ist der Ausgang? Frau wäre natürlich schön, also. Weil Leben und so, ne? Kann man immer brauchen. Ist hier unten der Ausgang? Nein, ist er nicht. Schade. Frau kann man jetzt Waffe verwenden. Machen wir aber. Ja, machen wir. Würde ich sagen. Oder? Ich bin so verwirrt manchmal.
dass ich nicht weiß. Aua, scheiß Affe. Ich möchte die Frau nicht opfern. Und jetzt habe ich sie geopfert. Toll. Wegen diesem scheiß Affen. Komm mal her, du. Jetzt habe ich den Bumerang und die Frau verloren. Toll, mein Leben ist nichts mehr wert. Ohne Bumerang und ohne Frau. Ah, ich habe hier Bumerang. Ich will den Typ da nicht. Gib mir den Bumerang. Zack, zack, Ausgang. Wir brauchen noch eine Bombe. Wir brauchen unbedingt noch eine Bombe. Wir sind kurz davor, zur Eishöhle zu kommen. Wenn wir jetzt nicht eine Bombe finden, dann kann ich dem Tunnelmann wieder nichts geben. Das ist schade. Ich würde ihm so gerne eine Bombe, zwei Bomben geben. Weil Abkürzungen sind Pflicht erstmal fürs erste Durchspiel für mich, weil sonst habe ich keine Chance. Ich muss dieses Spiel erstmal kennenlernen, bevor ich überhaupt irgendwas hinkriege. Deswegen habe ich auch in den ersten Ebenen immer so viele Probleme gehabt am Anfang, weil, ja, alles neu und so, Spiel nie gespielt. Da ist das schon mal ein bisschen schwerer. Da drüben ist eine Kiste, da könnten Bomben drin sein, aber ich will nicht so lebensmüde sein, mich da jetzt runterfallen lassen. Ah, ich mach's. Bitte sei Bomben. Baseballhandschuh? Baseballhandschuh. Dieser Handschuh wirft dein. Was? Verbessert deinen Wurf und Fangkünste. Fangkünste? Ich kann fangen. Ich. Hab's Empfang? Geld? Ich bin verwirrt. Das kann mein Brain nicht verarbeiten, wenn das Spiel mir neue Sachen vorwirft. So, dass mein Typ irgendwas kann und so. Döp. 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 Burp. Burp. Hey, Ausgang. Ich habe aber nur eine Bombe. Das ist schade. Hoffentlich will jetzt keine Bombe. Bitte will keine Bombe. Will keine Bombe. Hi, ich bin der Tunnelmann. Ich wollte eine Abkürzung graben, nur leider. Hast du zwei Bomben? Nein, ich habe nur eine. Verdammt. Egal, wir haben es mal wieder ins Eis geschafft. Also vielleicht können wir hier kurz 2 Sekunden ein paar neue Gegner sehen, die uns dann eh abmurksen. Und dann ist hier... es schneit. Schnee. Ich hasse Winter. Laden! Hallöchen! Du bist Oma! Dich hatten wir schon mal. Ich hätte gern die Spikes. Ja, klar, warum nicht? Ein paar Bomben. Ja. Und Bumerang oder Machete? Ich wäre natürlich für den Bumerang. Den kann ich vielleicht verlieren, deswegen nehmen wir die Machete. Okay. Wir sind ein bisschen... Oh, ich spiegel mich da drin. Ich liebe solche kleinen Spielereien in Spielen. Komm her, du. Zack. Zack. Weg mit dir. Nächster. Machete hier. Ich habe heute Kraft. Jetzt kann ich hier mich mal durchmetzeln. Was? Alter Hase? Ich habe mir Schiefern bekommen. Wir sind ein Stück näher am Ende des Let's Plays. 50% des Tagebuchs abgeschlossen. Krass. Das war schon die... Das heißt, wir haben schon die Hälfte von allem gesehen? Das ist traurig. Was ist das hier? Das ist cool, das hat was, aber... Da unten ist eine Mine, den gehen wir mal schön aus dem Weg. Ja, dieses Eis versteckt so viel, man sieht gar nicht, wo man raufspringt. Da oben ist ein Schneemann. Vorsichtig, ist hier was? Ich vertraue dem Schnee nicht. Der verdeckt das alles zu sehr. Auf die Fresse. Da ist der Ausgang. Und eine Mine. Hopp. Yes, sir! Wir haben es mal geschafft, endlich bei der Eishöhle ins zweite Level zu kommen. Aber ich wette, das wird nur schlimmer jetzt. Da kann nichts besser werden. Das wird schlimm. Das ist eindeutig so. Okay. Es lädt und... Wow, du bist ein riesiger Tiki-Kopf. Und ein UFO ist hier. Aber es liegt kein Schnee, das heißt, wir sehen, wo wir hintreten. Ich hätte jetzt gerne den Tiki-Kopf. Und da ist ein Eiszapfen vom Himmel gefallen. Ich habe Angst vor dem Tiki-Kopf, das sage ich ganz ehrlich. Tust du mir was? Yep. Corki zerstören, weil Corki kann böse. Den brauchen wir da eigentlich für den Live und so. Elefant? Den mache ich. Doch, den macht man, muss man dreimal erwischen, bis er Schaden kriegt. Mammut! Es hieß eigentlich, dieses pelzige Tier sei bereits ausgestorben. Sein Atem ist wie ein Schneesturm. Okay. Ich kann super vorlesen. Ich habe das S überhaupt verschluckt und so, aber warum sind hier so viele Tote? Da sind so viele Tote, dass ich es gar nicht wissen möchte. Ich. Was zur Hölle? Da geht's nicht nach unten, deswegen wir gehen mal kurz hoch. Ich weiß nämlich nicht, ob es irgendwie in der Eishöhle einen Abgrund gibt in den Tod runter, weil da schon der Ausgang. Deswegen vermuten wir mal, dass die Eishöhle ein bodenloses Loch ist, wo man sterben kann, wenn man runterfällt. Level 3. Fortschritt, Leute. Wir haben, das ist das erste Mal, dass wir mit einem Part, glaube ich, 6 Level geschafft haben. Das ist krass. Das ist richtig krass eigentlich. Und der Part geht schon 15 Minuten. Ich zieh hier schön drüber gerade. Aber hey, Schack ist noch nicht da, also habe ich noch Zeit. Und es liegt wieder Schnee. Das war ein Selbstmordelefant. Der hat zu viel Spaß. Den verderben wir ihn mal. Wow, fuck! Reflexe! Oh, Mann, das erschreckt mich.
Fuckspiel. Oh, bitte sei Bomben oder so da drin. Das Spiel ist zu random. Oh, falscher. Runter. Fuck, fuck. Ich muss schnell sein. Wupp. Ich habe echt Angst, hier irgendwas kaputt. Ist das der Ausgang? Oh, der Ausgang. Oh, fuck. Plattform. Wir haben gleich die Eishöhle geschafft, Leute. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade den Skill hernehme oder ich habe einfach nur Luck. Ich vermute das Zweitere, aber egal. Das Zweitere? Da scheint eine andere Welt zu kommen. Lol, da links ist ein fettes Labor. WTF. Wir warten, bis das Mammut sich umdreht, dann gehen wir runter. Oder so. Ich möchte nur zum Ausgang. Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Labor da drüben ist. Das ist mir alles viel zu random hier. Oh, fuck. Hi. Ich brauch dich nicht. Ich habe eine Machete. Stirb, stirb, stirb. Ein One-Hit-Kill. Fick dich, Spiel. Und so knapp vom Ziel. Ja, das wollte ich sagen. Wir hätten fast die Eishöhle geschafft. Mano. Das ist extrem kacke. Aber das war ein super Run. Ich würde sogar fast behaupten, das war der beste Run, den wir bis jetzt jemals hatten. Und deswegen kann ich diesen Part mit guten Worten beenden und mit ein bisschen Hoffnung, dass es beim nächsten Mal sogar wieder genauso gut wird. Deswegen würde ich sagen, ich bin Yano Karuzuno. Das war Spelunky für heute und Shaq klopft an meinem Fenster. Deswegen mache ich kurz das Fenster auf. Hi Shaq, hallo zu YouTube. Hi YouTube. Okay, ich mache jetzt mein Partende. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschü tschü.